Der Designer Luigi Colani ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe, wo er sich zur Ruhe gesetzt hatte. Geschwungene Linien und runde Formen waren sein Markenzeichen. Er entwarf Möbel, Geschirr oder Kameras, am liebsten aber Autos und Flugzeuge. Der in Berlin geborene Colani begann seine Karriere in Paris und feierte später international große Erfolge. Luigi Colani nannte sich selbst Formphilosoph. Der Designer war berühmt für seine stromlinienförmigen Fahrzeuge. Mit ihnen brach er Konvention und Geschwindigkeitsrekorde. Seine Kunden: Ferrari, BMW, Mercedes. Colani liebte das glatte, schmeichelnde Design. Tausenden Objekten verpasste er Rundungen, orientierte sich dabei stets an der Natur. Und warum soll ein denkender Designer irgendwas gerade machen in einer Welt, die rund ist? Luigi Colani hieß eigentlich Lutz mit Vornamen. 1928 wurde er in Berlin geboren, studierte Malerei und Flugzeugbau. Mit seinen Entwürfen erregte er seit jeher Aufsehen, zum Beispiel mit dieser Kugelküche von 1971, die an eine Raumkapsel erinnert. Seine Lieblingsstücke blieben Flugzeuge und Autos. Nicht immer waren seine Entwürfe auch erfolgreich. Ich habe vor 30 Jahren LKWs gemacht, die 30-40% weniger Verbrauch haben. Verdammte Scheiße. Und keiner hat sie genommen. Mit diesem Design konnte er sich nicht durchsetzen, blieb aber bis ins hohe Alter kreativ. 2003 designte er die Uniform der Hamburger Polizei. Colani machte weiter, bis zuletzt, weil die Welt, wie er sagte, Spinner brauchte.